Ich flieg da jetzt hin. Ich glaube, damit bin ich schneller. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das hat man jetzt davon, wenn man den Plan nicht befolgt. Denn der Plan war ja, nicht sterben. Und offensichtlich habe ich das nicht geschafft. Mich nicht an den Plan gehalten. Da, aber wenigstens haben wir den ganzen Scheiß wieder. Haben wir auch alles wieder? Helm, Arm, Beine, Schwert, Spitzhacke, Schaufel. Sieht soweit ganz gut aus. Ah! Ich glaub's nicht, den hatte ich die ganze Zeit dabei. Ja, gut. Herzlich willkommen bei Tracker der Trottel versucht, Enderperlen zu sammeln und bringt sich dabei selber um. Folge 1. Gut. Die Dorfbewohner werden vermutlich keine davon haben. Wir können ja mal gucken. Vielleicht hat ja zufällig einer von denen einem Angebot. Ja, geht doch mal weg. Nerv doch mal nicht. Oh, ja, das würde sich ja sogar theoretisch lohnen. Habt ihr noch nie einen lebenden Menschen gesehen, oder was? Ihr benehmt euch gerade wie den letzten Trottel. Nee, aber ihr habt nicht das, was ich haben will. Und auch nicht das, was ich brauche. Aber bevor ich die Aufnahme jetzt erstmal beende, habe ich noch was, was ich zeigen kann. Glaube ich. Ich muss nur noch mal nachgucken, wie das tatsächlich ging. Sekunde bitte. Ich glaube, das ging... Moment. War das... Die habe ich gerade nicht. Hallo? Wieso brauche ich ein Schwert, um einen Kürbis kaputt zu hacken? Egal. Dann soll es halt so sein. Gut. Jetzt muss ich einmal kurz gleich in die Wiki gucken. Weil es mir nämlich gerade entfallen ist. Aber man kann die Golems auch selber bauen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau wie. Da gucke ich gleich mal nach. Aber Schneegolems gehen mit 2 Schneefeldern. Und mit einem Kürbiskopf. Also 2 Schneeblöcke und ein Kürbiskopf ergeben einen Schneemann. Schnee konnte man auch irgendwie selber generieren. Ich weiß nur auch nicht mehr wie. Sekunde, ich guck mal eben nach. Ich esse vorher was. Und dann guck ich eben nach. Damit ihr auch noch was lernt, außer Tracker kriegt auf die Schnauze. So, Minecraft Wiki. Da haben wir's. Eisengolem. Weil theoretisch müssten das 2 Eisenblöcke und ein Dingens sein. Ja, Eisenblöcke. Oh, es sind 4, nicht 2. So. Gut, machen wir gleich. Und irgendwie konnte man Schnee selber produzieren.
Blöcken vor, man findet im Biom. Da, da, da. Mit Schneegolem, ja, hehe. Klugscheißer, das hilft mir nicht. Okay, gut, dann bräuchte ich also einen. Ja, okay, gut. Eisen, komm her, Eisen. Für den Schneegolem brauche ich. War der so? Ja. Eins, zwei. Für den Schneegolem brauche ich erstmal Schnee, aber der Schneegolem als solches kann dann hinterher selber Schnee generieren. Womit der dann einfacher zu erstellen wäre. Und der braucht nur zwei Blöcke. Ich demonstriere es jetzt einmal an Eisen. Hoppala. Einmal an Eisen, wie jetzt ein Schneegolem funktionieren würde, wenn wir Schnee hätten, was wir ja nicht haben. Deswegen muss ich ja Eisen nehmen. So. Ein Schneegolem ginge. Ein Block, zweiter Block und da oben drauf einen Kürbis. Dann würde das jetzt als Schneegolem rumlaufen. Nur da wir ja keinen Schneegolem haben wollen, sondern einen Eisengolem, müssen wir noch. Zack. Zack. Verpassen wir ihm noch Ärmchen. Und jetzt. Erwache! Plopp. Mein eigener persönlicher Eisengolem. Der beschützt jetzt auch meine Farm. Also brauche ich mir jetzt hier keine Sorgen mehr um Zeugs machen, was hier spawnt. Dann könnte ich hier jetzt wieder die Hälfte der Fackeln abreißen. Oder ich setze noch mehr Blöcke hin und würde dann einen Eisengolem, noch einen zweiten bekommen. Aber Moment. Dann machen wir uns doch einfach Schnee. So, ihr bekämt Schneebälle. Da muss ich mal gucken, wie viele man dafür braucht. Ich glaube, 4. So, dann machen wir uns das doch einfach selber. Game Mode 2. So, jetzt haben wir Schnee. Ich glaube, es müsste so zu einem Schneeblock sein. Genau. Zack. Gut. Und dann setzt ihr einen Schneeblock. Moment, will ich das hier haben? Warte mal, das machen wir gleich etwas anders. Den setzen wir woanders hin. Damit er nämlich jetzt nicht rumrast wie ein Bekloppter und uns die ganze Landschaft hier vereist, kann er doch hier draußen rumrennen und die Landschaft vereisen. So, ein Schneeblock, zweiter Schneeblock und ein Kürbis drauf. Erwache! Zack. Hallo. Und mit meinem Texturenpaket hat er kein Gesicht. Normalerweise hätte er noch ein Gesicht. Und dann könnte man jetzt hier, wenn er dann sich mal bewegen würde, was er gerade nicht tut, zack, da generiert er hier Schnee. Und den müsste man eigentlich, genau, den kann man dann absahen oder abernten. Und dann kann man eben unendlich Schnee generieren, wenn man das wollen würde. Cool, oder? Sowas kann man alles machen. So, ich werde mir doch, glaube ich, einen. So viel läuft da ja nicht rum. Ich werde mir einfach einen hier hinstellen. Zack. So, so. Den stellen wir hier in die Ecke. Vielleicht kann er ja nicht hüpfen, dann macht er nichts Schlimmes. So, jetzt haben wir einen Eisengolem und zwei Schneegolems, die mein Land verteidigen. So, wie üblich gilt, ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen und euch hat es Spaß gemacht. Hinterlasst eure Meinung, eure Ansichten, den ganzen Kram in den Kommentaren, ganz besonders euer Feedback. Benutzt den Like- und Dislike-Knopf, damit ich weiß, welche Folgen euch gefallen haben und welche nicht. Und erzählt es euren Freunden, damit sie auch mitgucken und Spaß haben und so weiter und so fort. Ansonsten, vielen Dank fürs Zugucken. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Und wie üblich, Fortsetzung folgt. Euer Tracker. Bis dann. Tschüss. Und ab ins Bett.
Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.